Und jetzt zu einer Sportart, über die wir hier relativ selten berichten, nämlich zum Billard. Dort sind vor allem Präzision, Konzentration und Ausdauer gefragt. Der kleine weststeirische Billardclub Voitsberg lockt seit Jahren die Stars des Kugelkosmos in die Weststeiermark. So auch an diesem langen Wochenende. Österreichs Aushängeschild Jasmin Ocean. Der Weltstar Steve Davis aus England. Sie alle waren schon zu Gast in Voitsberg und haben mit ihrer Kugelakrobatik begeistert. Gestern beim vierten Charlie Deimbacher Gedenkturnier hat der WBC Voitsberg den dreifachen Weltmeister Oliver Ortmann aus Deutschland in die Weststeiermark gelockt. Für mich ist es mittlerweile ein richtiger Virus geworden, einfach auch diese Stars den Leuten zu zeigen, dass man wie Billard auf hohem Niveau in Natura ausschaut. Zu Ehren des Lokalgründers Charlie Deimbacher wurde gestern ein 9er-Ball-Turnier gespielt, bei dem es darum geht, die Kugeln der Reihe nach bis zur 9 zu versenken. Für Amateure eine gute Gelegenheit, den Stars mal auf den Kö zu schauen. Die schlechten Bälle, die ich spiele, also da würde man in der Schule einen 3er oder einen 4er kriegen, und die schlechten Bälle, die er spielt, da kriegt er 1 minus bis ein 2er. Das heißt, seine Fehler, das sind eigentlich keine Fehler, nur leichte Aussetzer. Und beim Amateur sind die Fehler dann doch gravierender. Der Amateur- und Musterschüler hat gegen den Lehrmeister keine Chance. Der mehrfache Weltmeister aus Deutschland gewinnt mit 6:3. Ich habe mit 6 angefangen und habe dann im Laufe der Zeit so circa 8 bis 12 Stunden pro Tag trainiert. Also für mich war Billard mehr oder weniger meine Freundin. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, du bist besser wie andere. Nur gestern im Finale muss sich der Deutsche gegen den Weltklassespieler Sandor Todt aus Serbien geschlagen geben. Und bei der Snooker-WM in Sheffield möchte der Veranstalter wieder den ein oder anderen Star für das kleine Voitsberg begeistern.